Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist Royal Crush von Wege hinein. Zurück bei Let's Play with Ed Lacrimosa auf Dana. Wir sind nun bei Captain Reeds Schiff angelangt und haben schon etwas erkundet und haben tatsächlich herausgefunden, was ist mit den. Haben tatsächlich die Wahrheit über den Captain herausgefunden. Er war tatsächlich kein so grausamer Mensch, wie man zuerst gehört hat. Im Gegenteil, er war selbst ein Sklave. Und um weitere Schäden zu verhindern, hat er sich selbst praktisch der Marine übergeben. Doch statt dass er da getötet worden ist, wurde er gezwungenermaßen auf die Erforschung dieser Insel geschickt worden. Und so haben wir jetzt das Schiff vorgefunden als Geisterschiff. Und jetzt sind wir wieder an Deck gelangt und es ist ganz still. Das bedeutet Bosszeit. Ari? Koko wa? Oi oi. Kampan ni modotte kishimatta mitai da na. Ittai dou natte yagaru? Ist das der Geist von Captain Reed? Okay, das bringt schon mal nichts hier. Auch das nicht. Wo ist er denn empfindlich hier? Oh. Ich glaube fast, ich habe die Schwachstelle gefunden. Okay, jetzt ist er richtig angreifbar gewesen. Okay, die obere Stelle ist auf jeden Fall empfindlich. Ich glaube, so hart kann er am besten was ausrichten. Komm, so gut wie betäubt. Und nicht nachlassen, sehr schön. Sehr schön, und jetzt hier. Und auch mit voller Power wieder. Zeig's ihm. Anker holen und Anker lichten und bam. Das hat auf jeden Fall gesessen. Ja, so schwer ist der Boss natürlich nicht, sagte er, während er dann von der Schockwelle getroffen werden musste, von der gewaltigen. Aber wir haben ihn Bass erfasst hier. Nur nicht nachlassen. Ja, der Vogelstoß. Jetzt schickt er schon zusätzlich Piraten hin. Meister Kongs Technik muss jetzt hier sitzen. Oh, ich frag mich, wann er wieder jemanden trainiert und wen er eigentlich trainieren möchte. So. Das wär's. Hm? Ein weiterer Flammstein, das heißt, wir können unsere Rüstung, Waffen wieder verbessern. Oh, und das bedeutet, wir kriegen zudem noch. Oh, Nummer 5. Das Ende, also. This is another entry from Reed's Log. Let's read it, Adam! Mm-hmm. My health grows worse by the day. I'm overcome by some unusual sickness. It appears that this fever is something only found on this island. I've received word that my family has escaped and taken refuge on a small island on the Gate Sea.
But my mates, the real crew of the Letheria, still await my return. It's entirely impossible that they're all dancing the hamping jig already. But I will not give up, not so long as I believe I have a sliver of a chance of succeeding. In addition, some of those here have come to admire me, fools that they are. I'd like to see them return safely as well. So I must say, the coarse, worthless fool that I am, I've never been known to surrender or accept defeat, not even if it should wither the bones and dust. Is that the end? In the middle of the page, the increasingly illegible handwriting abruptly cuts off. Looks like the entry ends here. Just a second, Adol. Is that a second page? Adol noticed another sheet of paper attached to the entry. And a Karte? Eine Schatzkarte? Oder? Huh? No way! This is a sea chart of the waters around the Isle of Sion. What's that doing here? 俺には無用の長物になっちまったみたいだからな。せいぜいてめえらが役立ててくれや。 幽霊、その腕、あんたまさか。おうよ、俺はかつてキャプテンリードと呼ばれた男だ。海軍に利用された挙句、のたれ死んだクソったるな海賊さ。 死んだって、それじゃ。てめえらも、日誌である程度、事情は分かってるだろう。いろいろと無念を抱え込んだまま、真剣な熱病でくたばっちまってな。未練のあまり、魂が自我を失ったまま、現世をさまよってたってところが、このエルフセリアと共にな。 そんなことが。だが、てめえらがきつい気を据えてくれて、自分を取り戻せた。改めて、礼を言わせてもらうぜ。 You're a humble lad, but you got potential, you do. You and your crew still got a rough deal ahead of you. I made the sea chart back when I was still trying to escape the isle. Should prove useful to ye. You're right, this has info about reefs and currents surrounding the island. Is this the Oceana's migration path? It has that information too? Hey, this chart has all kinds of detailed information. A lot of work went into putting this thing together. Oh, sounds like you knew a thing or two about the sea yourself. Oh, you there. You're talking to me? The hair colliers, you be hailing from Crete, sea dog? Yeah, I do. Must be fate. Well, paid no mind then. Now then, I suppose I'll be taking you back shore then. One last voyage first, Elestria. Ja, aber komm mal da wieder zurück, weil es gibt ja noch eine weitere Stelle, die ich noch nicht erkunden konnte. Weil mir das nötige, der nötige Ausrüstungsgegenstand fehlt. Na, werden wir sehen.
ich sehe gerade. Das Schiff legt wieder an. Also ich vermute, wir könnten das dann trotzdem noch weiter erkunden. He's gone. The left area is sinking too. Hey! Ich will doch noch. I wish we'd got to stay longer. Yes, he seemed a bit gruff, but in a charming sort of way. I feel like he kept singing. Let me out for some reason. Maybe he liked you. But it's strange. I grew up hearing what a bad guy Captain Reed was. But the speech that he gave us was very helpful. I think we've taken a major step toward getting off this island. Yeah, let's head back to the ledge and let everyone know. Ich hoffe doch, dass man das Schiff später wieder erkunden gehen kann, weil mir fehlte, wie gesagt, noch was. Ich meine, ich könnte wieder an Bord gehen. Daran scheitert es nicht. Wie ich feststellen darf. Aber die Frage ist, ob ich damit auch was. Sieht so aus, als könnte ich dort was machen. Also ich könnte dort wieder reingehen. Tatsächlich. Ja, die Piraten sind nach wie vor aggressiv hier. Also, daran hat sich nichts geändert. Ja, es fehlen noch die restlichen 5 Schätze da unterhalb. An der einen Stelle. Also, gut zu wissen, dass man jederzeit hier das Schiff nochmal erkunden darf. Also, weiter erkunden darf. Da bin ich jedenfalls erleichtert über diese Tatsache. Also ich dachte, jetzt würden wir hier diesen Gegenstand bekommen, der uns weiterhilft beim... Ja, ihr wisst schon. Mit dem wir da unter Wasser uns fortbewegen können. Naja.
dann wird es mal Zeit. Wir werden da bestimmt mit der Karte noch was anfangen können. Die hilft uns vielleicht dabei, dass wir unter Wasser uns weiter fortbewegen können. So können wir zum Beispiel auch endlich mal diese Stelle erreichen. Möglicherweise ist es da auch mit verbunden mit dem Schatz hier. Gut möglich. Jetzt sind noch drei Leute. Gut ist, dass wir wenigstens jetzt in das Schiff, jederzeit zum Schiff können. Ja, da könnten wir auch noch die restlichen Schätze hier nachholen. Aber fürs Erste gehen wir uns jetzt zurück. Wir haben vorhin auch einige Geschenke zu verteilen. Das geht, ist auch noch. Das müssen wir auch noch machen. Zudem haben wir einen weiteren Flammenstein, mit dem wir unsere Waffen nochmal upgraden können. Und vielleicht auch noch neue Ausrüstung kriegen können. Thanatos and Zahad both highly knowledgeable about the sea, thoroughly examined the sea chart, and Aldo brought back with him. It had information on the surrounding seas and reef formations, and most important of all, the Oceanus migration route. With this useful information, the castaways began to feel a sense of renewed hope. And so, where is it? Right here, north of the capital, where that chasm is located. Of course. What does it mean? It's only natural that the Oceanus would make its nest somewhere along its migration route. According to this chart, it seems to have multiple travel routes. Using that, we can determine where its nest is located. So, we need to determine the one area it's all have in common. And that one area is just so happens to be... Oh, I get it now! Very sharp, ladies. The one area where it's all met is the Archaeozoic Chasm. Is there a connection between the Oceanus and the Chasm? Or a chasm? Wie spricht man das aus? Ich sag mal Chasm. Könnt ihr mir gerne berichten in den Kommentaren. There's no way of knowing. It could just be coincidence. There's a strong likelihood that it dwells somewhere around here. Adol, the next thing we need to do is to come up with a strategy to take out the Oceanus. At last. We can finally avenge the Lombardia. I hope Captain Barbossa is watching us. Donna, do you know anything about that chasm? Oi, wieder Kopfschmerzen. Wahrscheinlich wegen ihrer Erinnerung. What's wrong, Eric? I'm sorry, I just don't remember much about it. Are you okay, Donna? Yes. That place must be really important to give me such splitting headache. Which means I should be afraid to face whoever is waiting for me. Spoken like a true maiden. That has nothing to do with this. I just know that I can't keep relying on you and yours like I have been. Even if my promise are things I'd rather not remember, I seem to restore them so I can be myself again. Donna! Alright, we got a lot to do right now, but I'll leave the investigation of the chasm to you at all. If you need help with anything, let us know. Looks like the turning point is within Sightforce Castaways. So sieht's aus. Da gibt's noch einen weiteren Dialog. So we need to get to that chasm. But how are we supposed to cross the ocean to get it? Unlike the shallow waters here, the Oceanus lives somewhere in those deep waters. We'll end up like that stuffed shirt collar if we try to get there by boat. Ha ha ha, maybe we should have hitched a ride on Captain Reed's ship. Maybe we should have, but it's too late now. That chasm is where the Royal Palace of Eternia used to be. You mean above the ocean? Yes, it was a beautiful structure, known then as the Pearl of the Gate Sea. Its substructure is on the water, and I heard it leads directly to the ocean floor.
royal family had essence equipment they would use to move about freely underwater. If any of them are still intact. But the palace doesn't exist anymore. Could that chasm be some connected to the palace disappearance? I can't say. There's no point in discussing this further. We should just see it for ourselves. A professional transporter must always know the lay of the land. Not transporters, but otherwise I agree with that idea. Huh? What's it, Dana? Oh, it skips from here and forbidden. The crystal's glowing? What? What's this mean? I'm not sure why, but the Earth's essence seems to be reinvigorated. We might be able to warp now. Warp? Yes, that method of instantaneous travel that uses natural essence found in the Earth. What? I think I saw you utilize that method of travel when I saw your memory. That's right, it might be easier just to show you. Please stay still, everyone. Wir haben schon direkt dorthin geportet. Jetzt haben wir sogar in die Vergangenheit geportet, ist es euer Ernst? Oder... No. Ernsthaft, denn jetzt der... We're back at the ruins in the middle of this island. What just happened to us? Warte, ist das denn jetzt wirklich noch die Ruinen oder die Vergangenheit? Ich weiß es gerade nicht. Aber das Porten alleine, das müssen sie doch kennen durch die Kristalle. You experienced a warp. You can instantly travel to any location just by focusing on it. I'm sure you can warp anywhere. Und Christus or standing with. Erzählt mir jetzt nicht, dass erst jetzt das kommt. Erzählt mir jetzt nicht, dass das Tutorial dafür erst jetzt kommt, so richtig. Oder was ist das jetzt genau? Are you the only one who can warp? No, anyone can warp as long as they have this crystal ring. Gathering materials should be much easier if we can all warp to a location. True. Aber das haben wir doch gemacht! Was soll das denn jetzt? Does this only work on this island? Yes, I believe that, so. Oh, unfortunate. No, I couldn't call myself a transporter if I came to depend on such a crutch. Ach. Der und seine Lieferanten. Job. Later, Dana explained warping to other castaways. Though they were skeptical at first, everyone came around to it after they experienced it for themselves. Thanatos and Orin began working on a way to recreate Dana's crystal ring. After seeing them off, Adol and the others re-dyed themselves to travel to the northern area of the capital. This should make it much easier to gather materials to build the ship. You are now able to... Das waren wir doch schon! Warp points have been added to the map, increasing your travel options. You can also warp to any location points discovered. Ach, Moment, können wir jetzt noch... Ach so! Jetzt nicht bloß die Kristalle, sondern... Ah, das auch noch! Na, das macht's noch einfacher, da müssen wir... Oh, wow, was? Wir müssen jetzt nicht bloß auf Kristalle verlassen, wir können. Na, das ist geil. Ich verstehe schon. So ist es also gemeint. Naja, das ist immer ein Unterschied. Aber es hat so, es war ein bisschen irreführend, weil das hat so ausgesehen, als würde man nochmal dasselbe machen, was wir ja schon eben, was wir schon von vornherein können. Aber dabei ist es was anderes gemeint. Naja, scheiß drauf, jetzt wissen wir es ja.
Aha. Red baby Onis. Onisi. I'm trying to make a baby clothes for a baby, but I'm a bit of trouble. I don't have all materials I need. Can you help me fill in the gaps? Hard fiber and sunlight fang. Sunlight fang? Das glaube ich habe ich noch nicht. There's another monster decided a customary nemesis besides Oceanus. It doesn't show up very often, but I saw it in its ugly rear its ugly head recently. Speak to me. More details. Rally in concert. Everyone is begging to play the harp I found. I don't know what to do. If it will help, I'd like to play it, but anyway, please come talk to me. Also, okay. Gut, das sind erstmal die Nebenquests. Aber vorher wird es sein, dass wir den Flammstein abgeben. I bought the forge at once. Jawohl. So, dann wollen wir mal gucken. Essenzsteine, wenn es dafür benötigt. Gut, schauen wir mal, wie das neue Schwert aussehen wird. Nicht schlecht. Wopal-Klinge. So, ich werde erstmal gucken, dass ich sie auf das nächste Level bringe. Die nächste Generation an Waffen. Gigantex. Aber es wird sich nicht ganz ausgehen. Da fehlt mir dann noch für Dana was. Oder beziehungsweise Rekruter. Aber ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie ertauschen kann. Celestria. Cool. Wie viel muss brauchen wir? Ja, wir brauchen sogar noch blaue Federn um drauf. Eieiei. Also Essenzsteine sind nötig. Schaut's aus mit der neuen Rüstung. Ah. Schauen an, wir haben... Ja, okay. Maximal 2 können wir herstellen, aber damit können wir wieder... Müssen wir mal gucken, ob wir das noch ertauschen können. Ich brauche nur antike Knochen, noch ein paar weitere. Aber ansonsten müsste ich genug haben für den Rest. Na, obwohl... Mir fehlen noch 2 Saurier-Schuppen. Aber ansonsten... Ja. Müsste ich dann... Ansonsten habe ich fast schon... Also ansonsten könnte ich mindestens 2 mal herstellen. Ich sollte mal 2 herstellen, wenn ich schon dabei bin. So. Okay. Auch noch 4 übrig, das heißt... Woche 8 antike Knochen und 2 Saurier heute, dann hätte ich das. Und ich brauche noch jede Menge blaue Federn und Essenzsteine. Und die Maus ist im Weg. So. Ich weiß nicht, ob ihr die seht, aber ich sehe sie. Doch alles mit Controller, also. Ah, da haben wir sie schon. Dafür brauchen wir Biestknochen. Ja, also wir könnten genug herstellen. Immerhin. Na wohl. Oh. Na, haben wir leider nicht. Ich sehe schon. Wir brauchen Sunlight Fang. Wo kriegen wir das nur her? Aber zuerst stellen wir noch 2 Saurier-Schuppen her. Oder ertauschen sie besser gesagt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ach ja, blaue Federn. Da können wir einen ganzen Haufen davon. Ja. Nehmen wir so viel wie es geht. 10 Stück. Ich hoffe, dass es dann reichen wird. Und mir fehlen dann immer noch. Oh, Essenzsteine. Da brauche ich 10 von diesen. Da muss ich was downtraden.
Okay. So. Ich brauche noch etwas, um blaue Federn zu bekommen. Der Essenzpanzer. Dafür. Braucht halt mehr von denen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Naja, ist glaube ich besser, weil ich brauche diese. Sind Steine. So. Ich bin sicher, ich krieg das noch irgendwo, die Donnacle Shell. Moment. Große Perlen für diesen Fisch? Naja, aber den werde ich vorher noch verfüttern. So, antike Knochen. Die kann ich da leider nicht ertauschen. So. Was brauche ich noch? Antiker Knochen, ne? Ja, da haben wir's. Habe ich gerade aber einen ganzen Haufen davon. Das heißt, probier's jetzt mal. Hab ich jetzt da. Was man dafür erstellen kann? Müsste sich ausgehen, jawohl. Gut. Hab schon mal die Rüstung hergestellt. Und das wär's. So. Schauen wir mal noch, wie weit ich meine Waffen aufbessern kann hier. So, immerhin. Schon mal für Rekrutter. Donnerclown. Das müsste sich eigentlich ausgehen hier, was ich versuche. Ja, wohl noch nicht so ganz. Ich brauche noch mehr von diesen Steinen hier. Gut, immerhin habe ich das jetzt auf die höchste Stufe gebracht. Ich brauche wirklich viel mehr von den Essenzsteinen. Mehr Essenzsteine braucht das Land. Alter Schwede. Gut, da kann ich das schon mal aufbessern. Da sind blaue Federn nötig. Gut, dass ich das auch nochmal. Ups. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Sorry, falls ihr jetzt dein Geräusch gehört habt. Brauche ich noch blaue Federn? Gut, dass ich die nochmal. Brauche dann noch mehr Diamanten. Diamantenmuschel. Auch noch mehr blaue Federn. Und Donnerclown. Also Diamantenmuscheln und blaue Fee und weitere solche Edelsteine. Wo haben wir das denn? Da. Mir geht aktuell nicht. Aber wo kriege ich das? Ich hätte vielleicht die Sterne nicht hergeben sollen. War das das, was ich vorher hatte? Ich hoffe, dass ich die Geschenke noch zusammenbekomme irgendwie. Also die Items für die Geschenke. Ich sollte mal gucken, was ich noch irgendwie zusammenbekommen kann hier.
Einen Clown werde ich ja noch gebrauchen, irgendwie. Also die blauen Federn. Ich lasse mir hier die Hälfte aus. Vielleicht brauche ich das noch irgendwo. Sind's Panzer. Komm. Werde ich dann schon noch irgendwo gebrauchen können. Also werde ich dann schon irgendwie wieder kriegen. Ja, ihr erlebt jetzt gerade mit, wie ich hier ein bisschen versuche rumzutauschen. Um noch Materialien zusammen zu bekommen. Noch mehr davon. Die Diamantenmuscheln. Ich kann es probieren, ob ich jetzt schon alles fertig. Ups. Na, Moment, ich brauche was anderes. Ach, je. Ich brauche viel mehr von denen. Kann mir leider davon keine Sandsteine erholen. Lassen wir das jetzt am besten. Oh! Dafür können wir ihnen ein Geschenk machen. Das ist. What's on the beach? I see. If this was a shore, then that must mean. My colleague must have been killed by the Nameless Ripper before. He boarded. If only I had arrived a little bit sooner. What was he like? Butting into my business too? He was. Paul was a very skilled man, but he was soft. He always said that if I don't act more friendly towards others, I'll have hard goal things. He got promoted and then passed away soon after. Damn fool. Anyway, I should give this. The dose you left behind. Thank you, Adam. Oh, auf dem Maximum? Ja, aber der Part ist schon zu lang. Deswegen werden wir uns im nächsten Part angucken, was er mit uns noch zu besprechen hat. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, dies bestätigen wir einen Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und, ach, was für ein dämlicher Lag, jetzt reicht's mal. Gott, ich freue mich schon, wenn ich meinen PC wieder nutzen kann. Also, auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Voice 8 Lacrimosa auf Dana. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Victor, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.